Moin! Jo, heute mal die Vorstellung zu einem Cold Steel Modell und zwar zum Working Man. Ich hatte in der Vergangenheit euch ja das ProLight vorgestellt und beim ProLight Video wie auch bei der Vorstellung zum Broken Skull waren einige Kommentare von euch zu finden, dass ihr euch die Vorstellung vom Working Man wünschen würdet. Und da gehen die besten Grüße raus an den Klaus, Klaus Bause. Klaus, vielen, vielen Dank. Der Klaus hatte mir vor einiger Zeit ein Paket rumgeschickt, wollte mir nicht wirklich schreiben, worum es da geht. Und darin inliegend viele kleine, großartige Geschenk, was ist hier kleine? Das hier ist alles andere als ein kleines Geschenk und auch die anderen Sachen, da waren Sachen für meine Frau mit dabei, ist der Hammer, da waren Leckereien dabei und unter anderem halt dieses Working Man. Klaus, damit hast du mir eine riesige Freude gemacht, ich danke dir von Herzen, checkt unbedingt Klaus' Kanal mal ab, werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Klaus macht ebenfalls Videos und ist auch ein riesiger, riesiger Messer-Fan. Danke dafür, Klaus. Ja, wie gesagt, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und jetzt endlich, Messer befindet sich ja doch seit einiger Zeit schon in meinem Besitz jetzt. Jetzt endlich die Vorstellung zum Working Man. Ja, Steve Austin Design. Steve Austin, ehemaliger Profi-Wrestling-Star aus den USA. Auch den bei Interesse einfach mal googeln, wer den nicht kennt. Und der hat halt jetzt einige Designs mit Cold Steel aufgelegt. Und das hier dürfte vermutlich mal aus vielen Gründen somit das gefälligste sein. Sowohl vom Design, von der Optik an sich, wie auch der Tatsache, dass dieses Messer sich im Budgetbereich bewegt. Das ist innerhalb Deutschlands preislich liegt das ungefähr zwischen 45 und 50 Euro, habe ich jetzt gesehen. Also absolut ein bezahlbares Modell. Und ich kann mein Fazit mal gleich vorab, also vorweggreifen. Wem dieses Messer gut in der Hand liegt, denn das ist so fast der einzige Kritikpunkt, nicht Kritikpunkt, aber was man wirklich beachten sollte, das ist diese Griffgestaltung, weil wir hier zwei unterschiedlich verlaufende Mulden haben. Das könnte also heikel sein. Bei mir passt es perfekt. Passt es perfekt. Großartige, großartige Ergonomie. Aber ja, wie erwähnt, das könnte heikel sein, das sollte man im Blick haben. Wem das aber passt, wer das abgecheckt hat und das Messer liegt gut und man kommt mit diesen halt, ja, mit diesen billig wirkenden, mir macht das gar nichts aus, aber viele empfinden das halt so, mit diesen billig wirkenden Kunststoffgriffschalen, wer damit klarkommt, ja, und nicht den größten Wert auf dem High-End, auf dem pulvermetallurgischen Stahl legt, der bekommt hier einen ganz, ganz großartigen Arbeiter. Ein ganz, ganz großartiges EDC-Messer in meinen Augen. Also ist natürlich nicht 42A-konform, da einhändig zu öffnen. Auch das bitte beachten. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich persönlich habe dieses Modell jedoch sehr, sehr gerne bei mir getragen. Und das wird vermutlich auch noch ein paar Wochen weiterhin in der Hosentasche jetzt bleiben. Einfach weil es so viel Spaß macht. Wirklich ein tolles, tolles Modell. Da hauen wir mal die technischen Daten raus. Aber bevor wir damit loslegen, hier ist auf dem Clip noch ein Skull gemarkt. Ich weiß gar nicht, ob ich den einfangen kann. Tritt nur ganz, ganz schwach hervor, aber auch das mal kurz gezeigt. Jo, technische Daten. 20 cm Gesamtlänge, 8 cm Klingenlänge. Davon sind 7,8 cm effektiv scharf. Die kamen ab Werk auch absolut scharf. Da hat Cold Steel wieder einen super Job gemacht. Wir haben eine anständig stabil gehaltene Klinge von 3 mm. Wir haben ein Stonewash Finish. Dann haben wir einen recht weit hochgezogenen Hohlschliff. Und an Materialstärke habe ich einen schneidfreudigen Wert von 0,51 mm gemessen. Ja, also egal welche Aufgabe ich hiermit erledigt habe, Pappe, Essen schneiden, mal schnitzen, kein Problem für das Working Man.
Wir haben noch eine gefällige, langgezogene Swatch auf dem Klingenrücken. Auch das finde ich gelungen, verleiht der Klinge an sich eine schöne Dynamik. Dann haben wir noch einen Daumenpin beidseitig, der ist aber demontierbar, kann man also entfernen. Und die Klinge ist beidseitig gemarkt, einmal mit Cold Steel, mit dem Klingenstahl, alles sehr dezent. Und auf der anderen Seite Working Man Steve Austin. In der Schriftgröße, wie das angebracht wurde, kann ich damit gut leben. Hat Cold Steel gut gemacht. Verbaut, das erwähnte ich ja schon, ist der 1.4116 deutscher Stahl. Mir hat er gut gefallen. Klar, hält ja nicht ewig die Kante. Dafür haben wir halt einen geringen Preis bei dem Messer. Dieser Stahl lässt sich leicht wieder, schnell wieder zum Leben erwecken mit den einfachsten Mitteln, kann eine wunderbar hohe Endschärfe annehmen und ist halt sehr rostträge. Was die Gefälligkeit der Griffschalen und der Farbgestaltung angeht, also Orange sagt vielen ja nicht zu. Ich mag das sehr, sehr gerne. Gibt dieses Modell auch noch in anderer Grifffarbengestaltung? Bin mir gar nicht sicher, ob es das auch in Schwarz gibt, mit schwarzen Nylon-Griffschalen. Aber ich meine, ich habe noch Neongrün und so eine Art Olivgrün gesehen. Müsst ihr einfach im Netz mal auschecken. Das Griffmaterial selber ist glasfaserverstärktes Nylon. Ja, alles andere als schön, aber halt hochrobust, also wirklich sehr, sehr stabil und dennoch sehr leicht dazu. Das ist eine tolle Verbindung. Und das Gewicht hier beim Working Man, das liegt auch nur bei 86 Gramm. Also wirklich ein ungemein, ungemein leichtes Messer dafür, dass man doch ein anständig großes Messer hat. Kleiner Größenvergleich zum ProLite. Da haben wir fast die identischen Maße. Dann noch ein Größenvergleich zum Spyderco Paramilitary 2. Das baut ein ganz, ganz bisschen größer, minimal, minimal länger aus, aber auch hier. Länger auf, aber auch hier. Recht identisch. Und das Broken Skull, das ist da doch mal, nochmal, das ist da nochmal, langsam, Stefan, ein anderer Schnack. Das ist doch ein deutlich längeres Messer. Die Bedienungssicherheit beim Backlog, beim Triadlock, ja, beim mittlerweile schon legendären Triadlock von Andrew Demko, der hat auch hier einen absolut großartigen Job gemacht. Generell ist dieses Messer hier sehr, sehr gut eingestellt. Wir haben einen geschlossen, mittigen Klingenstand. Wir haben keinerlei Spiel. Klinge läuft stabil definiert, so würde ich das jetzt mal nennen. Da kann ich auch nur, ja, da kann ich nur Positives berichten. Das ist einfach, man hat ein solides, sicheres Gefühl bei der Bedienung, bei der Benutzung. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten an Cold Steel Produkten so schätzen. Also, dass viele der Messer im bezahlbaren Rahmen sind und dass es halt echte Worker sind. Also hoch, hoch stabil. Für Klappmesser, da führt kein Weg, wenn man denn ein stabiles sucht. Da führt kein Weg an Cold Steel dran vorbei. Wem die Teile dann noch gefallen und man der Firma noch was abgewinnen kann oder es ausblenden kann, je nachdem, der ist mit Cold Steel definitiv, definitiv gut aufgehoben. Jo, und das war's im Großen und Ganzen. Wie gesagt, wir haben noch einen Stahlclip, der ist umsetzbar, zwei Positionen, tipp-up. Wir haben noch ein Lanyard-Hole. Ja, der Clip macht übrigens einen guten Dienst, lässt sich gut einführen, ist nicht im Weg, liegt gut. Ja, alles top und preishaft, sagte ich ja auch schon, zwischen 45 und 50 €. Absolut, absolut gelungenes Modell. Jo, das meine Gedanken, meine Erfahrung mit dem Working Man von Cold Steel. Wer das Teil auch in Benutzung hat, gerne mal ein Feedback dazu dalassen. Klaus, ich bedanke mich nochmal herzlichst für dieses tolle, tolle Messer. Ja, wird weiter in der Hosentasche bleiben. Macht wirklich Spaß in der Benutzung. Jo, und dann war's das von mir. Und ich verbleibe wie immer mit bleibt gesund, Peace. Ich bin raus.